Gude, heute machen wir Chorizo Cheese Hot Dogs. Und wie man die macht, zeige ich euch gleich. Willkommen bei Barbecue Culture. Ja, und da sind wir auch schon wieder mit unseren Zutaten. Wir brauchen natürlich Chorizo-Bratwürste. Ein paar Röstzwiebeln. Dann ein paar Hotdogbrötchen und geräucherten, schon geriebenen Käse und eine Barbecue-Soße eurer Wahl. Als erstes tun wir unsere Chorizos grillen. Da passt ihr bitte auf, das kann ruckzuck in einem flammenden Inferno enden. Also dabei bleiben, sonst habt ihr am Ende ein paar schwarze Klumpen. So sollten sie dann am Ende aussehen. Von allen Seiten schön kross angebraten, angegrillt. Ich habe jetzt hier meinen Spare Rib Halter genommen, umgedreht, das Brötchen aufgeschnitten. So hat's halt, fällt nicht auseinander. Weil wir wollen das Ganze jetzt noch mit dem geräucherten, geriebenen Käse überbacken. Schönen Schluck der Barbecue-Soße eurer Wahl dazu. Und dann den geriebenen Käse drauf. Also der schon geräucherte, geriebene Käse ist echt, hat super geil dazu gepasst. Kann ich nur empfehlen. Ja. Und so wandert das Ganze dann wieder indirekt auf den Grill. Ich habe mir jetzt hier Alufolie drunter gemacht. Falls jetzt irgendwie Käse links, rechts runterlaufen sollte, versaut ihr euch nicht den ganzen Grill damit. Ja, und wenn der Käse dann schön verschmolzen ist, holen wir das Ganze auch schon wieder runter. Ich habe dann noch eine zweite Variante gemacht. Dafür habe ich die Chorizos in Scheiben geschnitten. Dann wieder der Spare Rib Halter und diesmal ein bisschen gepuzzelt. Und im Endeffekt das gleiche dann wie bei dem anderen. Wurst rein, Barbecue-Soße drauf, Käse drüber. Ihr könnt da ruhig einen großen Schluck Barbecue-Soße reinmachen. Also ich hätte ruhig ein bisschen mehr reinmachen können. Jetzt wieder einen großen Haufen von diesem geräucherten, geriebenen Käse. Ich bin so begeistert davon, der war so geil. Das auch wieder auf den Grill überbacken lassen und am Ende tut ihr noch ein paar Röstzwiebeln drüber. Das Ganze passt super. Super geil, schön Schärfe in dem Hotdog. Die Chorizos sind super geil da drin. Kann ich nur empfehlen, macht's nach. Hier nochmal die zweite Variante. Ja, und wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Ich freue mich über jeden Kommentar. Sagt's weiter, euer Markus von Barbecue Culture.